Wir befinden uns heute am Brombachsee, aka die Tore der Hölle. Oder so ähnlich. Und wir waren hier schon mal vor circa einem Jahr, haben wir unsere Summer Edition hier gedreht und sind natürlich jetzt wieder da mit den Fun Dudes, wo wir unser altbekanntes oder mittlerweile eigentlich ganz neues Spiel Flor ist Fegefeuer spielen. Ja, Mann, ich hoffe, ihr seid bereit für den Showdown des Jahres. Ich weiß nicht, ob ihr es seid, ehrlich gesagt, so in eurem Ferienlook, den ihr da mitgebracht habt. Wir spielen heute die Late Night Show gegen die Fun Dudes. Ziel des Spiels ist es, diesen höllischen Parcours nicht nur zu bezwingen, sondern auch mit mehr Menschen dem Fegefeuer zu entrinnen. Und das wird, Leute, ihr seid einfach nicht bereit für das, was jetzt passiert. Denn das ist Folgendes. Die Spielregeln sind simpel. Es muss eine erfolgreiche Runde auf dem Parcours bewältigt werden, ohne ins Wasser zu fallen. Denn das, ganz genau, ihr habt es erraten, ist das Fegefeuer. Nach einem rutschigen Start gilt es also, Lessings garstigen Graben zu überwinden, nur um dem gegnerischen Team zu begegnen, das mit Weihwasserbomben wirft. Anschließend muss der Höllenhummer bezwungen werden, um zum Checkpoint, dem Stairway to Heaven, zu gelangen. Hat man diese Treppe erklommen und den Ninja beseitigt, hat man die Möglichkeit, einen Ablassbrief zu erhalten, um ein Mitglied, das bereits im Fegefeuer gelandet ist, da wieder rauszuholen. Ganz nach altkirchlicher Tradition, wir sind da sehr korrekt. Doch verweilen können wir dort leider nicht. Wir müssen zurück ins wahre Leben, um das Nadelöhr zu bezwingen. Die enge Pforte, die bekanntlich nicht so leicht zu durchschreiten ist. Nach diesem Nadelöhr landen wir dann auch noch auf dem Highway to Hell. Einer seifigen Kurve, die wir irgendwie kratzen müssen, um zum Salzsäulen-Slalom, dem letzten Hindernis, zu gelangen. Haben wir dieses ebenfalls bewältigt, ist der Parcours besiegt und das Team im Ziel. Okay, wissen jetzt alle, was sie zu tun haben. Seid ihr bereit? Okay, dann sollten wir nur noch herausfinden, wer zuerst auf diesen Parcours darf. Und ich finde, wir sollten dafür, wie sich das gehört, eine Münze werfen. Jonna. Ja, das sollten wir. Ich brauche die Münze, bitte. Jonna. Ich hab die Münze. Yeah! Und wir haben gar nicht gesagt, Warte. So funktioniert aber so nicht. So funktioniert das Ganze nicht. Was heißt das jetzt? Was? Komm von der Zahl. Zahl? Aber warte. Wie der, wo oben ist. Zahl! Mann, du dürfen anfangen. I doubt it. Gut oder schlecht ist. Okay, ja, dann würde ich sagen, die Fun-Dudes beginnen in 3, 2, 1. Come on, 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 come on
Alles gegeben. Ich weiß nicht, wie es mit meinen Kollegen hier so aussieht. Aber wir können es eigentlich, wir können es einfach nicht anders sagen. Oh, riecht ihr das auch? Riecht nach Niederlagen. Ja, ziemliche Niederlage für euch. Ich rieche Seife überall. Die Sache ist diese: Paulus hat gesagt, wir sollen so laufen, dass wir einen Siegeskranz erlangen. Und deswegen so auch heute. Ja, Jungs, nach diesem höllischen Ritt habt ihr euch die hier definitiv verdient. Nimm. Ja, kann die mir jemand aufziehen, bitte? Jetzt setz sie selber auf, ich will. Kein Stress, maximal den Übergang. Eine für dich. Sehr schön, die schaut aus wie kleine Prinzessin. Lieber so hier. Ja, wow, herzlichen Glückwunsch. Leute, yes! Geil! Mal wieder geschafft, aber haben wir jetzt noch eigentlich nichts anderes erwartet, oder? Alright, und back to Late Late Studio.